Willkommen zum zweiten Teil 50 Jahre meine LGB-Gartenbahn. Moin Moin, mein Name ist Andreas Franz und ich lade Sie heute ein, die Jahre 2001 bis 2021 bei mir im Garten zu verfolgen. Viel Spaß beim schönsten Hobby der Welt. Wir sind mittlerweile auf dem Bock gelandet mit dem ersten Traditionszug seit über 7 Monaten. Hinter uns setzt die 34 gerade um. Ein neues Jahrtausend und ein neues Zeitalter für meine LGB. Ich fand Kontakt zu den Freunden der LGB in Norddeutschland und erhielt für mein neues, altes Hobby wertvolle Tipps. Meine Gartenbahn wurde digital. Im Wohnzimmer steht geschützt die Zentrale und über Funk werden die Züge gesteuert. Zwei Kabel führen von der Zentrale zum Gleis. Mehr braucht es nicht. Der Harzer Fünfkuppler war meine erste digitale Soundlokomotive und viele alte Schätze wurden digitalisiert. Dank der großen Spurweite war das auch für mich als ungeübten Bastler kein Problem. Auf Vorschlag von Karin, einer vorgesetzten Dienstbehörde, verschwand der noch in der ersten Folge sichtbare Kreis auf der Terrasse. Da fuhr damals der Kipplornzug. Der Bahnhof wanderte nach rechts. An der Streckenführung im Garten änderte sich zunächst nichts. Wie man schon in der ersten Folge sehen konnte, verlaufen die Gleise auf Betonplatten am Rand der Rasenfläche. Es sollte keine Anlage sein, die wie eine H0-Modellbahn auf einer Platte gebaut wird. Meine Loks fahren weit in den Garten und verschwinden auch mal in den Sträuchern. ...2008 kam es zur ersten Erweiterung. Da, wo vor 20 Jahren der Kipplornzug seine Kreise drehte, entstand mein Brocken. Schalelemente als Fundament und Ziegelsteine wurden vermauert. Man wundert sich, wie lang eine Strecke sein muss, um lächerliche 30 cm zu erklimmen. Bei mir sind es 4% Steigung. Ich würde das heute auf 3% begrenzen. Zum ersten Mal kam auch Flexgleis zum Einsatz. Natürlich schaue ich heute neidisch auf Anlagen, bei denen sich vorbildgerecht die Schienen durch den Garten schlingeln. Aber den Mut zum Umbau meiner Anlage hatte ich noch nicht und so bleibt der R3-Radius sicherlich noch lange bei mir erhalten. Dann wurde es lebendig in meinem Garten. Mein Enkel Luca, damals 2 Jahre alt, wurde von mir zum Lokführer ausgebildet. Aller Anfang ist schwer.
aber die Ausbildung hat sich gelohnt. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mit Luca und seinem Bruder Tjave mit der LGB zu spielen. Dank Digitaltechnik steuert jeder seine Lok. Luca liebt die 99-72-34 und Tjave die 22. Ich bekomme dann das, was übrig bleibt. Im Frühjahr 2021 hatten Luca und Tjave dann die Idee, die Anlage um eine Kehrschleife zu ergänzen. Luca, mittlerweile 12, und Tjave 10 Jahre alt, haben den Umbau selbst gemacht. Und Opa war mächtig stolz. In Teil 1 hatte ich noch erzählt, dass sich damals die Schienen verlötet hatte. Doch in 40 Jahren Betrieb waren viele Lötstellen gebrochen. Hier kamen jetzt Schienenschraubverbinder zum Einsatz. Jetzt können Gleise, aber auch Weichen einfach entfernt werden. Mit einem Kehrschleifenmodul war das kein Problem. Wichtig ist, dass der längste Zug in den Trennabschnitt passt. Den Rest erledigt das Modul. Die Änderung der Fahrtrichtung, wie im Analogbetrieb, ist nicht mehr nötig. Dank der Kehrschleife gibt es viele neue Fahrtmöglichkeiten. Im Mai besuchte mich Thomas mit seiner Drohne. Wir starten am Brocken und begleiten meine digitalisierte 996001 auf dem Weg nach Wernigerode. Der Puffer im Vordergrund entstammt einer RHB-Lok und ist beliebte Sitzmöglichkeit. In Wernigerode stehen zwei Fünfkuppler bereit. Beide werden sich auf die lange Reise entlang von blühenden Rhododendronbüschen begeben. Der Bahnhof Schirke wird durchfahren. Hier beginnt auch die eben gezeigte Kehrschleife. Die 34 muss noch durch den Tunnel fahren. Beide Züge kreuzen in Mägdesprung. Luca und Tjave begleiten gern ihre Loks auf der Fahrt durch den Garten. Geehrte Fahrgäste, am Gleis 1 steht bereit der Personenzug zum Brocken über Dreiern und Hohne Schirke.
Bei den Harzer Schmalspurbahnen werden viele Rückfallweichen eingesetzt. So ist es auch auf meiner Gartenbahn. Lediglich Weiche 2 im Bahnhof Wernigerode wird digital geschaltet. Fahrgästen, ein herzliches Willkommen in unserem Dampfzug. Im vor uns liegenden Streckenabschnitt bis zum Borkenbahnhof ist auf 14 Kilometer Streckenlänge eine Höhendifferenz von 440 Metern zu überwinden. In ca. 30 Minuten erreichen wir den Borkenbahnhof. Gemeinsam spielen. Im Sommer im Garten und im Winter auch einfach mit einem Kreis im Arbeitszimmer. Die LGB verbindet Generationen. Aber nicht nur der Harz begeistert uns, auch Sachsen, Rügen oder die RHB fahren in Tesco. Aber das ist eine andere Geschichte.